leuchten dann auch rot und blau, je nachdem, wie es hinläuft. Hier auch kommt jetzt die Leber. Wir haben also in dieser Säule Repair Modulation, in der dritten Säule, haben wir auch konkret Projekte, wo wir auch neue Substanzen bereits testen, in Maus- oder auch in Rattenmodellen, um dann möglichst schnell auch die Möglichkeit zu haben, diese neuen Substanzen bei Menschen entsprechend anzuwenden. Und das ist natürlich unser größtes Ziel, dass wir eben die Erkenntnis, die wir eben im Rahmen des SFBs finden, entsprechend unmittelbar in den Patienten transferieren können. Und da konzentrieren wir uns auf das sogenannte Renin-Angiotensin-System. Also man weiß, dass bei dieser Entzündung und bei der Widerstandserhöhung der Leber für den Blutfluss, dass da Botenstoffe, Hormone ausgeschüttet werden. Renin nennt man die. Und diese Botenstoffe führen dazu, dass wieder andere Botenstoffe entstehen. Und diese anderen Botenstoffe führen zu einer Kontraktion an Gefäßen, sowohl an der Niere als auch in der Leber. Und führen auf der anderen Seite für dieses Angiotensin auch zu einer Aktivierung von sogenannten hepatischen Sternzellen. Was wir nun machen, ist, dass wir versuchen herauszubekommen, wenn dieser Botenstoff am Rezeptor der Zelle ansetzt, was macht er dann in der Zelle? Was läuft ab in der Zelle zum Zellkern? Das nennt man die intrazelluläre Signalkaskade. Und das schauen wir uns vor allem an der Leber von Tieren an, die eine Leberzirrhose haben, aber auch an der Leber von Tieren, bei denen dieses Renin-Angiotensin-System schon hochreguliert ist. Das sind bestimmte Ratten, die genetisch modifiziert sind. Und dann gehen wir gleichzeitig an die Leber von Menschen und schauen, finden wir da eine Aktivierung auch von diesen Botenstoffen. Das andere sind bestimmte sogenannte AT1-Rezeptor-Antagonisten, also Substanzen, die an der Antenne für die Botenstoffe des Renin-Angiotensin-Systems ansetzen und da die Information unterbrechen. Diese Substanzen benutzt man vor allem zur Beeinflussung des Bluthochdrucks. Und auch hier wissen wir wiederum, dass wir durch diese Substanzen, wenn wir sie rechtzeitig geben, Fibrose, Vernarbung an der Leber verhindern können. Der nächste Schritt ist, dass man in sogenannten Feldstudien schaut, kann man das bei Menschen in großem Umfang einsetzen? Und dann ist der nächste Schritt, dass man diese Substanz vergleicht mit bekannten Substanzen. Das nennt man eine sogenannte kontrollierte Untersuchung. Und diese Untersuchungen sind sehr wichtig, aber die überschreiten bei Weitem den Horizont des SFBs, weil dazu brauchen sie sehr viel Unterstützung, finanzielle Unterstützung, große Studien, viele Patienten. Das geht über Jahre, Jahrzehnte. Das übersteigt die Möglichkeiten eines solchen SFBs. Aber den Anstoß dazu, das zu machen, den gibt der SFB.